Hallo, ich bin Sascha. Ich bin endlich wieder zurück in Taipei und das erste, was ich mir heute gekrallt habe, ist das Dr. Mobile 11.6-Inch Freestyle Netbook mit der VIA Nano CPU, dem Feist 800 Chipsatz und davon habe ich nicht nur eins, sondern zwei, drei, vier und noch ein fünftes. In verschiedensten Farbkombinationen, in verschiedensten Gehäusefinishen und ich würde sagen, die schauen wir uns mal genauer an. So, Dr. Mobile Freestyle heißt das gute Gerät, wie gesagt, 11.6 Inch. Also etwas anderer Formfaktor als die üblichen Netbooks mit den 10.2 bzw. 10.1 Inch Displays, aber auch wiederum kleiner als die fast Sub-Notebooks, die wir im Moment sehen, wie Samsung NC20, Dell Inspiron Mini 12. Also so ein bisschen dazwischen der Formfaktor und ob das wirklich Sinn macht, das schauen wir uns einfach mal an, beziehungsweise wir machen einfach mal kurz die Tour ums Gehäuse drumherum, was für Anschlüsse wir hier haben. Also ganz normal USB 2.0 hier auf der Seite, die entsprechenden Anschlüsse für Headset und Mikrofon und eine SD-Card wieder. Des Weiteren haben wir auf der Rückseite eine ganze Menge Anschlüsse, also das ist ein bisschen anders hier bei dem Dr. Mobile. Zwei weitere USB 2.0 Anschlüsse, ein Ethernet-Connector, VGA-Aus und ein Kensington Keylock. Während wir auf der linken Seite dann nur noch den Anschluss für euer Netzteil oder für das Netzteil haben. Das ist eine etwas spezielle Variante, die ich jetzt hier habe. Das werde ich hier in der Kamera haben. So ein bisschen Fake Carbon Look darauf. Meiner Meinung nach sieht das richtig, richtig gut aus. Wir haben hier auch eine 1,3 Megapixel Webcam. Ansonsten die Tastatur ist eigentlich das, was ich jedem Vielschreiber empfehlen kann, der trotzdem kein komplett 12-Inch oder größeres Note oder Netbook haben möchte. Tastatur ist einfach erhaben. Super Feedback, Tastengröße, optimal. Vielleicht für einige Leute ein kleines Problem ist hier die sehr kleine rechte Shift-Taste. Da ich aber ein linker Shift-Tastendrücker bin, ist mir das ziemlich schnuppe. Also wie gesagt, vom Layout her, von der Größe her, gefällt mir das sehr gut. Das Keyboard, das nächste Highlight, ganz klar das Trackpad. Riesengroß, nicht wirklich einzelne Buttons, naja, es sind schon einzelne Buttons, aber die sind irgendwie so eine seltsame Gebilde miteinander verbunden. Auch hier wiederum gutes Feedback von den beiden Mausbuttons. Das Trackpad hat eine enorme Größe, lässt sich super drüber navigieren auf dem Desktop mit dem Trackpad. Und hier vorne haben wir halt noch einen Schwung Status-LEDs für die verschiedenen Betriebszustände des Dr. Mobile Freestyle. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir gucken uns mal an, wie der läuft. Der läuft nicht, das heißt, der ist also leer. Machen wir gleich mit der nächsten Variante weiter. Hier habe ich so ein schwarzen, schönes, mattes Finish, das gefällt mir sehr gut. Hier seht ihr also keine Fingerabdrücke drauf und nichts. Viele Leute werden natürlich das Glossy Display bemängeln. Das kann ich völlig nachvollziehen. Gerade wenn man mobil sein möchte, ist das Glossy Display einfach ein Problem. Ich nutze zwar selber noch auf einem alten Notebook ein Glossy Display, aber seitdem ich meinen NC10 mit mir rumschwöre, bin ich auch auf den Geschmack mit den matten Displays gekommen. Nächste Variante, ganz in weiß. Keine Essenz an Roy Black, nein. Weiß-grün, sieht auch ganz poppig und peppig aus. Und einmal hier so eine kleine Runde drehen. Und von der Unterseite, übrigens Unterseite, das ist so ein Manko, ne? Hier müssen ordentlich Schrauben gelöst werden, damit die überhaupt an die Innereien kommt. Und da entsprechend eure Hardware ein bisschen aufrüsten können, was weiß ich, größere Festplatte oder eine SSD oder halt mehr RAM.
Das ist das schöne Gerät. Hier haben wir den nächsten. Rosso. Klasse Farbkombination. Jetzt nicht unbedingt etwas, was ich selber gerne nutzen würde, aber das ist schon recht auffällig und sieht gut aus. Auch hier wiederum so ein bisschen angerautes, mattes Finish. Das ist wirklich top. Vom Gehäusefinish her gefällt mir das mit Abstand am besten, diese Variante. Dann haben wir den noch einmal ganz in weiß. Also Unterseite auch weiß. Und das ganze Gerät auch entsprechend weiß. Okay, mit Windows wird das wohl heute nichts werden. Das heißt, diese Pre-Production-Samples, die ich hier habe, funktionieren noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise das vorinstallierte chinesische Windows ist bei einer anderen Variante irgendwie auch so ein bisschen über ein Jahr lang gegangen. Dennoch, wie gesagt, Pre-Production-Samples in 3 Wochen auf der Computex sollte Dr. Mobile einen ganzen Schwung neuer Freestyles ausstellen. Das heißt also, wenn die Leute noch kein Ticket haben, rüber nach Taiwan, schnell ins Reisebüro, dann könnt ihr die Teile live sehen. Natürlich werde ich auch für euch live vor Ort sein und dann machen wir noch ordentlich Videos. Generell meine Einschätzung zu diesem Formfaktor, ich habe jetzt auch noch mal meinen Samsung NC10 mit dazu genommen, damit ihr einfach mal so die Größenunterschiede sehen könnt, wie sich das macht. Also der Samsung ist schon eine Ecke kleiner, ne? Das ist hier auf dieser Seite, was mag das sein, 5 cm, 4 cm vielleicht. Bin ein bisschen schlecht mit diesen Einschätzungen. Tastatur ist auch eine Ecke kleiner. Das dürfte dann aber nur so ein Zentimeter in etwa sein. Trackpad, okay, da brauchen wir uns nicht großartig drüber unterhalten. Vom Gewicht her tun die beiden sich, ich denke mal, das muss maximal ein Unterschied von 150 bis 200 Gramm sein. Können wir aber uns auch nochmal anschauen. Auf der Webseite bzw. tragen die technischen Details noch nach. Wie sieht das aus mit diesem Formfaktor 11.6 Inch? Wir werden ganz klar in diesem Jahr einen ganzen Schwung dieser 11.6 Inch Geräte sehen. Es scheint so, als würde das der zukünftige Markt für Netbooks werden. Das heißt, dieser ganze 12 Inch Mist, den wir gesehen haben, mit sehr, sehr schwachen Chipsätzen und CPUs, ist irgendwo so ein erster Test, beziehungsweise eigentlich letztendlich eine Totgeburt gewesen. Wir werden mehr 11.6 Inch Maschinen sehen, Asus wird mit dem Gerät rauskommen, Lenovo wird mit dem Gerät rauskommen und die anderen Hersteller werden schon in den Startlöchern mit den Hufen schatten und ganz genau beobachten, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich diese Systeme werden. Für mich macht dieser Formfaktor absolut Sinn. Ich kann mir durchaus vorstellen, ein 11.6 Inch System einzusetzen. Natürlich, Auflösung ist glaube ich 1360 x 768. Muss ich auch nochmal nachschauen. Riesengroßes Auflösungsplus. Webseiten sehen ganz einfach ein bisschen geiler aus mit dem Dr. Mobile. Ich gehe davon aus, wenn er in einer vernünftigen Preisregion auf den Markt kommt, sprich zwischen 400 und 500 Euro, wird das Gerät wirklich ein Bestseller werden und wir werden mehr Systeme in dieser Größe bald auf dem Markt sehen. Also Dr. Mobile Freestyle in ungefähr 5 verschiedenen Varianten habe ich ihn hier. Nach wie vor nochmal hier dieses schrille Gelbe. In 3 Wochen wird er offiziell gelauncht auf der Computex. Dann gibt es die entsprechenden Samples. Da werden wir natürlich auch einen ausführlichen Testbericht zum Freestyle bringen und bis dahin alles weitere auf netbooknews.de.